Onkel Walter? Hey, Philipp. Was machst denn du da? Ich will zu Lippmann. Warum klingelst du nicht? Hab ich doch gemacht. Weißt du nicht, wo er steckt? Ich komm gerade von der Arbeit. Er wollte mir fürs Eishockeyspiel eine Karte schenken, für morgen Abend. Seit wann interessierst du dich denn für sowas? Eigentlich schon immer. Ich gehe gleich zum Eichwirt rüber auf ein Bier. Kommst du mit? Heute nicht. Hast du neue Freunde gefunden? Die Mädels fragen auch schon nach dir. Ich muss nur noch den Hunden was zu saufen hinstellen. Er hat das vergessen. Es ist 2:30. Dann weiß ich. Wie ist denn das passiert? Ich bin gefallen mit den Scherben. Jetzt zeig doch mal her. Oh mein Gott. Wieso bist du denn auf? Ich habe einfach keine Lust gehabt, schlafen zu gehen. Haben's dich wieder betrunken gemacht? Dazu brauche ich niemanden. Ich habe gestern Abend mit Onkel Walter telefoniert. Er wollte mir eine Karte schenken. Und als ich heute Abend bei ihm zu Hause war, da war er gar nicht da. Vielleicht war er noch nicht vom Platz zurück. Die Garage stand offen. Wenn er sonst ins Geschäft fährt, dann macht er doch immer die Garagentür zu. Setz dich. Okay. Ja. Und die Hunde waren nicht versorgt. Nichts zu fressen und nichts zu saufen. Dass er die Hunde vergisst, das ist doch noch nie passiert. Wenn er dir eine Karte versprochen hat, dann kriegst du sie auch. Vielleicht schickt er sie ganz einfach mit der Post. Tag, Herr Breschak. Philipp! Tag! Ist der Chef da? Der hat sich noch nicht blicken lassen. Wissen Sie, ob er vielleicht zu Hause ist? Als ich heute Morgen angerufen habe, hat er sich nicht gemeldet. Ja, ich war gestern bei ihm, so gegen 6. Gestern war er den ganzen Tag nicht auf dem Platz. Ist er geschäftlich irgendwo hin? Na, das müsste ich wissen. Na, vielleicht was Privates. Ich komm rein, trink eine Tasse Kaffee. Nee, danke, ich muss gleich wieder weg. Wenn er zurückkommen sollte, würden Sie ihm dann sagen, dass... Ja? Danke, schon gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Also Donnerstag. Donnerstag und Freitag. Da würde ich gerne meine Überstunden abfeiern. Hast du eine neue Freundin, was? Ja. Ja. Wenn ich erstmal meine Überstunden abfeiern würde, dann könnten wir den Laden hier für eine Weile schließen. Genügt dir erstmal der Freitag? Okay. Danke. Na, grüße schön von mir. Tja, dann werde ich Sie jetzt mal seelisch drauf vorbereiten. Oh, Wiedersehen! Mit einem lyrischen Blick fängt das an. Und dann sagen 5 Personen, Prost, Papa, wir brauchen Fahrräder. Entschuldigung. Ja, bitte? Sind Sie vom Kommissariat 5? Ja. Ich würde gern mit Ihnen reden. Wissen Sie eigentlich, um was geht's denn? Kann ich mich setzen? Kommen Sie ins Büro. Danke. Na, soll ich der Dame absagen? Ja. Kommen Sie, kommen Sie. Ist er Ihr richtiger Onkel? Nein, ich nenne ihn nur so. Wir kennen uns schon sehr lange. Wann ist Ihnen sein Verschwinden aufgefallen? Vorgestern Abend. Ach ja, das ist ja gerade mal 2 Tage her. Die Garage war leer, also ist er weggefahren. Und wenn er sonst für längere Zeit wegfährt, dann sagt er im Betrieb Bescheid. Und außerdem sorgt er dafür, dass seine Hunde versorgt sind. Das wird er nie vergessen. Was glauben Sie denn, was ihm passiert ist? Irgendjemand muss ihm was getan haben. Wollen Sie damit sagen, dass er vielleicht nicht mehr am Leben ist? Ja. Wissen Sie, in dieser Stadt verschwinden so viele Leute für ein paar Tage, für Wochen. Die meisten kommen wohlbehalten zurück. Vor einem halben Jahr hat er eine Frau kennengelernt in so einer Bar. Hat ihr eine Boutique eingerichtet und eine Wohnung. Und gestern war sie plötzlich im Haus.
Und Sie glauben, diese Frau könnte mit seinem Verschwinden zu tun haben? Die ist gemein und gefährlich, die schreckt von nicht zurück. Sie ist Ihnen unsympathisch. Unsympathisch sind sehr viele Menschen, aber deswegen bringen Sie noch niemanden um. Gestern war ich für ein paar Minuten im Haus. Sie hatte die Tür offen gelassen. Mein Onkel hat einen Gewehrschrank. Da sind normalerweise 6 Gewehre drin. Und gestern waren da nur noch 5 drin. Geht er zur Jagd? Ja. Ja, also? Nee, aber nur noch selten. Aber er geht. Und das wäre doch eine Erklärung. Aber dann nimmt er immer die Hunde mit. Wie heißt der Mann? Walter Lippmann. Lippmann oder Littmann? Lippmann mit Doppel-P. Gerd. Wie alt? Lass dich nicht stören. Anfang 60. 62. 62. Haben Sie seine Autonummer im Kopf? Ja, MWS 3265. Gut. Ich gebe die Sache an unsere Vermisstenabteilung weiter. Mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Darf ich Sie anrufen? Ja, Moment. Hier ist meine Nummer drauf. Sagen Sie mir noch mal Ihren Namen, bitte. Philipp Radke. Herr Radke, gut. Mit DT. Mit DT. Wiedersehen, Herr Radke. Wiedersehen. Also wenn du für Leute, die Privatdetektiv spielen, so viel Zeit übrig hast, wirst du deine neue Freundin nie näher kennen. Der ist doch... Ja, man Körperbehinderte soll man wie normale Menschen behandeln, meine ich. Richtig. Wiedersehen. Du, nimm den Hinterausgang. Von hier aus kriegst du alles mit. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Gestritten haben sie sich reichlich. Lippmann ist ja immer ganz ruhig gewesen. Die Rote hat ihn dauernd angeschrien. Weiß auch nicht, warum er sich das gefallen lässt. Wahrscheinlich ist er eine Pfeife. Vor 3 Monaten, da muss er sie mal rausgeschmissen haben. Jedenfalls war sie da eine Weile weg. Vor 3-4 Wochen, da stand sie plötzlich wieder auf der Matte. Wurde aber drüben immer alles zugezogen. Vor 5-6 Tagen. Da war es draußen schon dunkel und Lippmann war noch nicht zu Hause. Hat sie da drüben alles durchgeschnüffelt. Muss irgendwas gesucht haben. Das Schärfste kommt noch. Komm mal mit. Hier wohnt ein Untermieter drin, aber der kommt meist erst gegen Abend. Du kannst hinter das Haus gucken. Na? Was sagst du dazu? Weißt du, wer das ist? Gestern Abend ist er gekommen. Die Rote hat ihm aufgemacht. Dann sind sie die ganze Nacht hier geblieben. Hast du ihn vorher schon mal gesehen? Vor 10 Tagen. Stand sein Wagen ein paar Ecken weiter. Die Rote ist zu ihm eingestiegen. Dann sind sie weggefahren. Wenn der wegfährt, dann müsste jemand hinter ihm her. Du hast doch ein Auto. Na, ich bezahle auch dafür. 50 Mark. Keine Zeit. 80. Warum interessierst du dich so dafür? Weil ich das wissen muss. 100. Was ist denn das? Hier lernt sie ihn kennen und tanzt mit ihm. Und hier bringt sie ihn um. Mit seinem Gewehr. Und auf dem dritten? Da wird sie von der Polizei erschossen. Weil sie mit seinem Geld abhauen wollte. Du denkst dir so dumme Geschichten aus und steigerst dich immer mehr rein. Hast du sie mal gesehen? Wen? Die Freundin von Onkel Walter. Die ist eiskalt. Mein Gott, du solltest an was anderes denken. Du wirst sehen, morgen sitzt er wieder in seinem Büro. Bestimmt. Der lebt nicht mehr. Mein Gott, du willst ja geradezu, dass diese Frau ihn umgebracht hat. Am Wochenende fahren wir in die Berge. Wir waren schon so lange nicht mehr dort. Schluss jetzt. Früher hat er uns fast jedes Wochenende besucht. Seitdem er diese Frau kennt, ist er anders. Er hat keine Zeit. Und wenn ich ihn mal anrufe, ist er schlecht gelaunt. Aber wieso denn? Der wollte doch eine Eintrittskarte schenken. Vielleicht
Wollte er noch mal jung sein mit der Frau? Wenn er wieder da ist, laden wir ihn ein, gell? Herr Harry, grüß dich. Marke. Ist der Philipp da? Ja, ist in seinem Zimmer. Willst du die Jacke nicht abnehmen? Nee, danke, das geht schon. Sie denken wahrscheinlich, dass ich verrückt bin, nicht? Nein, das denken wir nicht, Herr Radke. Vielleicht sind Sie ein bisschen vorschnell. Herr Radke glaubt, die Freundin des Herrn Littmann könnte was mit seinem Verschwinden zu tun haben. Ja, die beiden sind seit einem halben Jahr miteinander liiert. Und dabei hat sie immer noch einen anderen Freund gehabt. Woher wissen Sie das? Ein Freund von mir hat das rausbekommen. Der andere hat sie regelmäßig in der Wohnung besucht, die mein Onkel für sie eingerichtet hat. Und sein Auto stand ständig vor der Tür. Ja, das Auto stand vor der Tür. Und was noch? Mein Onkel muss davon gewusst haben. Es gab ständig Krach zwischen den beiden. Dann hat er sie rausgeschmissen. Aber sie ist zurückgekommen. Wahrscheinlich hat sie ihm erzählt, dass sie den anderen da verlassen hat. Aber mein Onkel ist sehr schnell dahinter gekommen, dass das nicht stimmt. Und als er endgültig mit ihr Schluss machen wollte, da hat sie ihn umgebracht. Ja, das ist eine schöne Beweisführung, Herr Radke. Der hat nur einen Haken. Wir haben ja keine Leiche. Und außerdem meine Frau, die mit einem Mann liiert ist, weil er Geld hat, die bringt ihn doch nicht gleich um, wenn er nicht mehr zahlt. Die sucht sich einen anderen Zahler. Das ist einfacher und humaner. Mein Onkel hat eine Briefmarkensammlung. Ja, er hat ein Vermögen in diese Sammlung gesteckt. Sie war in seinem Arbeitszimmer, im Tresor. Das hat sie bestimmt gewusst. Als ich vor 2 Tagen im Haus war, waren alle Schubladen von der Kommode auf. Und vor 8 Tagen ist sie dabei beobachtet worden, wie sie das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat. Die muss den Tresorschlüssel gesucht haben. Wie heißt denn die Frau? Ute Keppich. Schreib mal auf, Gerd. Gut, Herr Radke, wir werden uns um die Sache kümmern. Wirklich? Ja, da können Sie sich drauf verlassen. Danke. Bitteschön. Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Radke. Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Wir möchten Herrn Lippmann sprechen. Herr Lippmann ist verreist. Wann kommt er denn wieder? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Betreuen Sie inzwischen das Haus? Darf ich erst mal fragen, wer Sie sind? Köster, Kriminalpolizei. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Danke. Sie haben die Schlüssel zu dem Haus. Natürlich, von Herrn Lippmann. Bitte kommen Sie durch. Entschuldigen Sie, kann man den vielleicht... Ach ja, geben Sie ihn her. Danke. Hat Ihnen Herr Lippmann gesagt, dass er verreisen würde? Er hat es mir geschrieben. Aber bitte kommen Sie doch weiter. Nehmen Sie Platz. Danke. Haben Sie das Schreiben zufällig bei sich? Moment bitte. Und den Umschlag haben Sie auch noch? Tut mir leid. Sagen Sie, was hat das zu bedeuten? 14. September, muss dringend weg, Rückkehr unbestimmt, kümmere dich um alles. Hat Ihnen Herr Lippmann immer mit der Schreibmaschine geschrieben? Normalerweise hat er mich angerufen, aber... Und warum glauben Sie, hat er es in diesem Fall nicht getan? Na, wahrscheinlich hat er mich nicht erreicht. Ich bin ja viel unterwegs. Das handgeschriebene W unter dem Text ist ein abgekürzter Vorname, nicht wahr? Ja. Haben Sie was dagegen, wenn ich den Brief mitnehme? Sie kriegen den in ein paar Tagen wieder zurück. Bitte. Aber sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Es gibt Hinweise, dass Herrn Lippmann etwas zugestoßen sein könnte. Um Himmels Willen, was für Hinweise? Das sind natürlich nur Vermutungen. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich später darüber sprechen. Stimmt es, dass Herr Lippmann hier einen Tresor hat? Ja. Kann man den mal sehen? Bitte. Kommen Sie doch bitte mit. Hier. Aha. Wissen Sie, wo Herr Lippmann den Schlüssel aufbewahrt? Soviel ich weiß, trägt er den immer bei sich. Sie können nicht öffnen? Nein. Darf ich fragen, wie Ihr persönliches Verhältnis zu Herrn Lippmann ist? Ist diese Frage wichtig? Ja, unter Umständen. Wir wollen heiraten. Aber wollen Sie mir nicht sagen... Ist das hier die Schreibmaschine, auf der Herr Lippmann seine Briefe schreibt? Dafür habe ich mich nie interessiert. Haben Sie was dagegen, wenn wir eine Schriftprobe nehmen? Bitte. Willst du es bitte mal machen?
Der Mann, der gestern Nachmittag hinterm Haus an seinem Wagen gearbeitet hat, war das ein Bekannter von Herrn Lippmann, nehme ich an. Von mir. Aber Herr Lippmann kennt ihn. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass hier im Terminkalender ein Blatt fehlt? Das Blatt vom 15. September? Nein. Nach dem Brief, den Ihnen Herr Lippmann geschrieben hat, könnte der 15. September der Abreisetag gewesen sein. Ja. Das Blatt ist rausgerissen. Gottes Willen, wir hatten das rausgerissen. Ja, ich nicht. Schauen wir mal, ein Papierkorb, vielleicht ist er. Nein. Ist weg. Darf ich jetzt endlich wissen, was das für Hinweise oder Vermutungen sind, die Sie hierher geführt haben? Ich habe doch wohl ein Recht darauf, es zu erfahren. Natürlich. Der Wagen von Herrn Lippmann ist heute Morgen, 12 Kilometer südlich von München, neben einer Isarbrücke verlassen aufgefunden worden. Laut Zeugenaussagen steht er bereits ein paar Tage da. Wir lassen ihn gerade untersuchen. Hat er die Bilder alle gemalt? Ja. Er glaubt fest daran, dass er eines Tages entdeckt wird. Ich lasse ihm die Hoffnung. Ist doch hübsch. Das sind Sie, nicht wahr? Ja. Hat sie aber oft gemalt, immer wieder. Wir hängen aneinander. Philipp ist wie ein Kind, in seiner Zuneigung und in seinem Vertrauen. Und immer denselben Mann hat er gemalt. Er hat sich immer einen Vater gewünscht, der ihn beschützen sollte. Sein eigener Vater ist verunglückt, bevor er zur Welt kam. Kennst du Herrn Lippmann? Er hat viel für uns getan, vor allem für Philipp. Wollen wir sich setzen? Danke, gerne. Hatte Ihr Sohn einen Unfall? Nein. Er hatte Kinderlähmung, als 14-Jähriger. Er hat Jahre gebraucht, um wieder laufen zu lernen. Er hat den Anschluss verpasst, in der Schule und bei seinen Kameraden. Das hat ihm natürlich allen Mut genommen. Hat er Freunde? Naja, also Freunde, so ein paar Kumpel, die sich von ihm zum Bier einladen lassen. Hat er einen Beruf? Er hat zu wenig Ausdauer. Das ist eben meine Sorge. Was wird aus ihm, wenn ich nicht mehr bin? Vor einem Vierteljahr hat ein Arzt ein Herzleiden bei mir festgestellt. Philipp kann nicht für sich alleine sorgen. Und er würde in ein Heim kommen. Der Gedanke daran lässt mir keine Ruhe. Sie gehen arbeiten? Ein Büro halbtags. Herr Philipp! Was machen Sie denn hier? Ich wollte mir mal Ihr Zuhause ansehen. Ja, und die Frau? Warum haben Sie die Frau nicht verhaftet? Dazu gibt's keinen Grund. Aber sie hat ihn ermordet! Was? Zu einem Mord gehört ja letzten Endes eine Leiche. Bisher haben wir nur einen Vermissten. Der wisst ihr denn nicht, wie... Aber es gibt Beweise! Nein, es gibt nur Vermutungen. Und auch die sind ziemlich vage. Aber Ihre Bilder gefallen mir. Ehrlich? Ja. Sie sagen viel aus. Sehr viel. Walter Lippmann. Andere Fotos waren in der kurzen Zeit nicht aufzutreiben. Der ist nicht unbedingt sympathisch. Aber für den jungen Radke muss er doch so ein Vater sein. Er hat ihn immer wieder gemalt. Immer neben der Mutter. Jetzt verstehe ich auch, was der gegen die neue Freundin hat. Die hasst er, die hat ihm den Vater weggenommen. Wie ist denn der Laborbefund? Ja, der Brief ist tatsächlich auf Lippmanns Schreibmaschine geschrieben worden. Aber nicht unbedingt von ihm. Der handgeschriebene Buchstabe unter dem Text reicht für einen Schriftvergleich nicht aus. Das habe ich mir gedacht. Was mit dem Auto? Der Fahrer, wahrscheinlich Lippmann selbst, musste ihn stehen lassen. Und warum an dieser Stelle, neben der Isarbrücke? Der Tank war bis auf den letzten Tropfen leer gefahren. Der kam nicht weiter. Sehen Sie, hier am oberen Türrahmen, unter dieser Zierleiste, wurden Blutspuren gefunden. Jetzt habe ich mich mit dem Hausarzt von dem Lippmann in Verbindung gesetzt. Und die Blutgruppe... Ja, die Blutgruppe stimmt mit der von Lippmann überein. Mhm. Das heißt also, dass er sich beim Ein- oder Aussteigen verletzt haben könnte. Bei einem sehr hastigen Ein- oder Aussteigen. Das ist komisch. Was? Mich irritiert, dass der Wagen in Fahrtrichtung zu der Stadt gefunden worden ist. Woher kam der zurück? Das ist egal. Ich möchte, dass die Isar systematisch abgesucht wird.
Wie lange arbeiten Sie denn schon für Herrn Lippmann? 17 Jahre. 17 Jahre? Ja, da müssen Sie ja gut kennen, ne? Na, ich denke schon. Hat er Feinde? Jeder gute Autofahrer ist der natürliche Feind eines Schrotthändlers. Das ist gut, muss ich mir merken. Und außer den natürlichen Feinden? Konkurrenten und Neider, aber Feinde. Ja, was ist mit Lippmann? Er ist vermisst. Vermisst? Ja, kennen Sie einen jungen Mann namens Philipp Radke? Ja. Herr Lippmann scheint ihn sehr unterstützt zu haben und sich sehr um ihn gekümmert. Er hat sich um seine Mutter gekümmert. Wie darf ich das verstehen? Sie hatten was miteinander, aber das ist schon eine ganze Weile her. Wie lange? Der Junge wurde noch im Rollstuhl geschoben, als es anfing. Die Sache lief dann eine ganze Weile und nur bis es eines Tages aus war. Wann war das aus? Vor 6 oder 7 Jahren. Aber er fühlt sich immer noch für die beiden verantwortlich. Finanziert die Wohnung, den PKW und für den Jungen in jedem Frühjahr eine Kur. Seit einem halben Jahr hat er ja eine neue Freundin, nicht? Ein Fräulein Ute Käpig. Also ich gehe jetzt. Ja. Sie hat ab und zu angerufen. Gesehen habe ich sie noch nicht. Glauben Sie, dass er die Damen finanziell unterstützt? Was andere geschenkt bekommen, muss er sich erkaufen. Er hat es nie leicht gehabt. Die hauen ab. Deshalb müssen die Hunde weg. Ein Mann wird vermisst. Sein Wagen steht verlassen auf der Landstraße. Aus seinem Waffenschrank fehlt ein Gewehr. Aus seinem Terminkalender fehlt ein Blatt. Wahrscheinlich mit einer Telefonnummer, einer Adresse, Verabredung, Name, was weiß ich. Wer kann ein Interesse gehabt haben, den Mann zu beseitigen? Der Junge mit den Krücken? Die Mutter? Die neue Freundin? Wo ist das Motiv? Alle hatten nur Vorteile von ihm. Niemand schlachtet die Kuh, die ihm Milch gibt. Höchstens ein Verrückter. Der neue Freund von der neuen Freundin? Ja? Ja, hallo? Herr Radke. Ja? Ja, woher wissen Sie das? Ach, wo sind Sie denn jetzt? Glauben Sie gar nicht, dass Sie hier wegkommen. Sie haben keine Chance! Sie haben nicht die geringste Chance! Sie kommen hier nie weg! Bleiben Sie hier! Bleiben Sie liegen! Bleiben Sie liegen! Nicht bewegen! Holen Sie einen Arzt! Du musst unbedingt die Polizei anrufen. Ich muss wissen, ob sie seine Briefmarkensammlung im Koffer hatte. Ob sie mit nach London gehen lassen. Das werde ich nicht tun, verstehst du? Weil jetzt Schluss ist. Endgültig Schluss. Entschuldige, ich wollte doch nur... Komm, trink. Als ich die Rolltreppen runtergefallen bin, da habe ich die ganze Zeit dran denken müssen, was du dir für Sorgen machst, wenn du das erfährst. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Du hast eigentlich immer nur Angst um mich. Wenn man jemand lieb hat, dann hat man Angst um ihn. Was wollen Sie eigentlich? Sie sehen doch, dass da nichts drin ist. Bitte, gnädige Frau, nehmen Sie Platz. Sie wollten in London Ware einkaufen. Ja, für meine Boutique. Für die Boutique, die Ihnen der Lippmann eingerichtet hat. Genau. Und für den Einkauf brauchten Sie einen Begleiter. Ja, ich reise nicht gern allein. Sie übernachten auch nicht gern allein, deswegen haben Sie in London ein Doppelzimmer bestellt. Das geht Sie überhaupt nichts an. Sicher. Aber Sie und Herr Lippmann wollten doch heiraten. Ja. Und Herr Lippmann hat dann da nichts dagegen? Er hat Angst, mich zu verlieren. Für ihn ist es wichtig, dass er sich in der Öffentlichkeit mit einer attraktiven Dame zeigt. Das stärkt sein Selbstgefühl. Gnädige Frau, dürfen wir noch mal im Tresor nachschauen? Das ist doch der Tresorschlüssel hier, nicht? Wo haben Sie denn den Schlüssel her? Der war an den Autoschlüsseln dran. Dürfen wir? Bitte. Gerd, schauen Sie mal nach. So, alles wieder zurück. Was haben Sie erwartet? Entschuldigen Sie vielmals. Sie können die nächste Maschine nehmen.
Ich bleibe. Ich muss doch wissen, was passiert ist. Ach, können Sie mir noch sagen, ob Herr Liebmann eine Lebensversicherung abgeschlossen hat? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Sachsenkamm. Da hat Onkel Walter seine Jagd gehabt. Und wenn er dorthin fuhr, hat er immer die Straße über Ascholding genommen. Und hier, da ist sein Auto gefunden worden. Hinter der Brücke. Fahrt Richtung Stadt. Na und? Ja, wahrscheinlich hat er sie ein paar Mal mitgenommen. Die kannte sich aus. Und hier, hinter dem Ort, ein großes Sumpfgebiet. Ganz einsam. Finden Sie das nicht alles ein bisschen übertrieben? Wäre doch eine Erklärung, oder? Die Rote hat Onkel Walters Leiche in den Sumpf gebracht. Dann ist sie zurückgefahren und hat den Wagen an der... Ich glaube, dein Freund muss jetzt gehen. Weißt du, Philipp fühlt sich noch nicht so gut. Und hat den Wagen an der Brücke Du gehörst ins Bett, das weißt du. Ja, ich wollte sowieso gehen. Ja, Sie können ruhig, ich meine, du kannst ruhig ein andermal wiederkommen. So war's, bestimmt. Leg dich bitte hin. Okay, Mädchen, du weißt ja, wo du mich findest. Ja, ich bring's hier raus. Ja, Harry, du musst... Die Sache mit Onkel Walter belastet ihn sehr. Mich natürlich. Wer sind Sie? Ein Freund von Herrn Radke. Ja, hat er Ihnen das gesagt? So. Ja, aber warum ruft mich denn der Herr Radke nicht selbst? Warum ruft er mich nicht selber an? Ach so. Ja. Ja, das ist schon klar. Ja. Was? Moment, das muss ich mir aufschreiben. Ach, gib mir doch mal das Ding da, bitte. Nein, nicht Sie. Wie war das? Sachsenkamm. Das Testament ist am 14. März 1971 aufgesetzt und in diesem Büro von Herrn Liebmann unterschrieben worden. Ich lasse die Vorbemerkung zur Person und zur Sache aus. Es heißt dann, Absatz 2, Betrieb und Betriebseinrichtungen werden ebenso wie das Wohnhaus verkauft. Der Verkaufserlös wird nach folgend genannten gemeinnützigen Einrichtungen vermacht. Augsburger Blindenwerk, Kinderdorf, Ostergrün und so weiter. Absatz 3, die Briefmarkensammlung wird versteigert, der Erlös daraus langfristig angelegt, für eine Rente verwendet, die Herrn Philipp Radke monatlich in Höhe von 2.000 Mark auszuzahlen ist, und zwar auf Lebenszeit. München, den und so weiter. Eigentlich bist du nie allein gewesen. Wenn du Kummer gehabt hast oder wenn dir was gefehlt hat, dann bist du immer zu mir gekommen. Warum erzählst du mir das? Es kann ja sein, dass ich eines Tages nicht mehr bei dir bin. Du bist noch jung. Du lebst noch lange. Vielleicht. Kannst du den Kopf etwas höher halten? Dann gibt es also neben den gemeinnützigen Einrichtungen nur einen Erben, Philipp Radke. Ja, nach diesem Testament. Aber vor 14 Tagen hat mir Herr Liebmann ein Schreiben geschickt, in dem er mir mitteilte, dass er sämtliche in diesem Testament genannten Bestimmungen zu widerrufen wünscht. Ich lese vor. Haupterbin des Betriebs, des Hauses und des in meiner Briefmarkensammlung angelegten Vermögens soll Frau Ute Kepich werden. Die Dame ist mir nicht bekannt. Und zu dem von ihm selbst vorgeschlagenen Termin, an dem er die Neufassung unterzeichnen wollte, ist er leider nicht erschienen. Er hat mir auch nicht abgesagt. Und Sie haben sich nie mit ihm über die Angelegenheit persönlich unterhalten? Nein, ich habe nur durch den Brief Kenntnis bekommen. Wann sollte denn die Unterzeichnung stattfinden? Vor knapp einer Woche, am 15. September. Aus Herrn Liebmanns Terminkalender ist das Blatt vom 15. September rausgerissen. Ein Hut? Nehmen Sie den bitte. Sag mal, du hast mir eigentlich nie erzählt, warum Onkel Walter mit dir Schluss gemacht hat. Ich habe Schluss mit ihm gemacht, weil ich ihn ganz einfach nicht mehr ertragen konnte. Aber du hast ihn doch geliebt. Ich habe ihn gebraucht. Er hat Geld gehabt und er war großzügig.
Wegen dir war ich mit ihm zusammen. Und er? Er war glücklich, dass er jemand gehabt hat, für den er sorgen konnte. Guten Tag, Frau Radke. Guten Tag. Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte kommen Sie herein. Ist Ihr Sohn da? Ja. Dann wäre es vielleicht besser, wir gehen in mein Büro. Das könnte vielleicht ein bisschen zu viel für ihn werden. Wir haben nämlich die Leiche von Walter Lippmann gefunden. Er wird es ja doch erfahren. Und zwar an einer Stelle hinter Sachsenkamm, die Sie heute aufgesucht haben, um Spuren zu beseitigen. Wir haben Sie dabei beobachtet, mein Kollege Heimann und ich. Woher wussten Sie, dass Walter Lippmann das Testament ändern wollte? Er hat es mir gesagt. Seine Freundin bestand darauf. Und er hatte Angst, sie zu verlieren. Erzählen Sie weiter. An dem Tag, bevor er seinen Termin beim Anwalt hatte, bin ich nochmal zu ihm hingegangen. Er wollte gerade auf die Jagd fahren. Ich ging mit ihm ins Haus zurück und er erklärte mir nochmal, dass er seinen Entschluss nicht mehr ändern könnte. Ich habe an Philipp gedacht und dass der nun unversorgt sein würde. Und dann habe ich daran gedacht, was der Arzt über mein Herz gesagt hat. Mir ist ganz schlecht geworden. Walter, Herr Lippmann meinte, frische Luft würde mir gut tun. Und dann sind wir rausgefahren, Richtung Sachsenkamm. Er sagte, bei der Gelegenheit könnte er sich dann gleich um die Enten kümmern. Woher kannten Sie das Sumpfgebiet? Ja, wir sind ja sehr oft mit dem dort gewesen. Im Moor ist er ausgestiegen. Hinten im Wagen lag sein Gewehr. Das haben Sie dann genommen und haben zweimal auf ihn geschossen, nicht? Ja. Und auf der Rückfahrt blieb Ihnen der Wagen stehen? Ich bin zur nächsten S-Bahn-Station gelaufen. Und dann waren Sie noch mal im Haus bei Lippmann? Ja. Ich habe das Blatt von dem Anwalt aus dem Kalender gerissen. Und dann habe ich den Brief an die Frau geschrieben, damit sie sich um die Hunde kümmert.